Hallo, hier ist wieder Christoph von TabTech.de. Heute sehen wir uns das Windows 7 Tablet an, und zwar das Acer Iconia Tab W500. Das Tablet ist zu einem Preis von 499 Euro zu kaufen, dann erhält man das Tablet alleine, und für 599 gibt es das Tastaturdock dazu, welches wir auch mitgeliefert haben. Wir schauen uns jetzt an, was in der Verpackung dabei ist. Hier haben wir Bedienungsanleitung, dann eine Backup oder zumindest Recovery DVD. Darunter das Tablet, welches wir uns gleich ansehen werden. Das Tastaturdock und hier noch einmal eine Bedienungsanleitung. Das Tastaturdock werden wir in einem anderen Video, in einem eigenen Video genauer betrachten. Hier geht es mal erst nur um das Tablet selbst. So, wenn ihr sehen möchtet, geht einfach auf meinen YouTube-Kanal, hier findet ihr das Video zur Tastaturdock. Okay, aber jetzt zum Acer Iconia Tab W500. Es hat ein 10 Zoll Display mit einer Auflösung von 1280x800. Wir haben einen AMD C50 Prozessor, einen Dual-Core Prozessor mit 1 GHz, 2 GB RAM und eine 32 GB Festplatte. Auf der Vorderseite und auf der Rückseite befindet sich eine Kamera. Ansonsten haben wir hier noch einen kleinen Windows-Button. Dann haben wir auf der linken Seite einen HDMI-Slot. Der ist ganz praktisch, denn das ist nicht ein Mini-HDMI oder Micro-HDMI-Slot, sondern man kann einfach ein herkömmliches HDMI-Kabel nehmen und das anschließen. Dann haben wir hier einen SD-Karten-Slot. Dann, der geht leider etwas schwerer. Außerdem haben wir hier einen Lüfter. Dann haben wir hier lauter leiser Taste, On-Off-Button, noch einen Lüfter-Slot. Ansonsten haben wir auf der Oberseite nichts. Auf der rechten Seite haben wir hier einen Anschluss zum Aufladen des Tablets. Auf der Unterseite befindet sich hier darunter nichts. Das ist wahrscheinlich für die 3G-Variante der SIM-Slot. Dann haben wir hier einen USB-Anschluss, einen weiteren USB-Anschluss. Hier haben wir einen Switcher zum Sperren des Screens, wenn man nicht möchte, dass der Lagesensor aktiviert ist. Und noch zwei Ausbuchtungen für das Dock, dass man es auch richtig anschließen kann. Wir möchten jetzt einmal das Tablet starten. Dazu drücken wir hier den Knopf. Acer hat bei dem Windows 7 Tablet die Home Premium Variante verwendet. Es sind auch einige angewandte oder beziehungsweise angepasste Apps dabei, die wir uns ansehen möchten. Grundlegend zu sagen ist, dass hier ungefähr 17 GB Speicher noch zur Verfügung stehen. Das ist relativ wenig. Allerdings kann man es mit einer SD-Karte erweitern, beziehungsweise man kann eine 2,5 Zoll Festplatte mitnehmen und diese dann unterwegs anschließen. So, das war's grundlegend einmal zu sagen. Das Display reagiert gut. Wir haben hier auch ein Display mit einem hohen Betrachtungswinkel, wie es Acer hier selbst schreibt, Wide View Angle. Und das stimmt auch. So, willkommen. Und voilà, Windows ist gestartet. Auf dem ersten Blick sieht es jetzt ganz normal aus, wie jeder herkömmliche Laptop, Computer oder wie jedes herkömmliche Netbook, was es ja auch wirklich ist. Wir haben hier in der Übersicht ClearFI, ist ein eigenes Programm, ein Media Browser. Dann haben wir noch Acer Ring, was wir uns jetzt gleich ansehen möchten. Und das ist ein Tool, mit dem kann ich die eigenen Programme verwalten bzw. ansehen. Hier haben wir den Touch Browser, Social Jogger, das ist einfach ein
App, bei dem man mehrere Social Network Apps auf einen Blick hat. Man hat hier auch noch MyJournal und ClearFI, das wir vorher schon gesehen haben. Ganz praktisch ist auch das Device Control. Hier kann ich die Helligkeit des Bildschirms wählen, die Lautstärke, die Verbindungen und so weiter. Hier sehe ich auch, was gerade mein Akku macht oder beziehungsweise wie hoch der Batteriestatus momentan ist. So, leider muss man immer wieder ganz herausgehen und Etherring starten. Das ist etwas nervig mit der Zeit, aber schauen wir uns als erstes am wichtigsten vielleicht den Touch Browser an. Das ist einfach eine eigene Oberfläche über dem Internet Explorer gelegt, was jetzt ganz gut ist. Allerdings braucht der Internet Explorer immer etwas lange zum Laden. Hier ist man mit einem herkömmlichen Firefox oder ähnlichen besser dran. Aber gut, sehen wir uns das an. Ihr seht hier, der Touchscreen reagiert ganz gut. Gehen wir auf taptech.de. Hier haben wir das schon. So, hier sind wir bei den Tests angelangt. Gehen wir einfach mal auf die Hauptseite. Und diese wird gerade geladen. Man sieht hier immer den Status und fertig. Ihr seht, das Scrollen läuft fast flüssig, hin und wieder ein paar Rucker. Wir haben hier auch Pinch to Zoom, was leider manchmal lange dauert. Das ist jetzt nicht so ruckelfrei wie auf einem Honeycomb-Tablet oder wie am iPad. Aber okay, schauen wir uns vielleicht auch eine Seite an, bei dem ein Flash-Video eingebunden ist, beziehungsweise ein YouTube-Video. Nehmen wir den ersten Test hier, das Arcos Anova. So, die Seite ist fertig geladen oder sollte fertig geladen sein. Und schon kann man scrollen. Ihr seht, das geht ganz gut. Und ist somit auch fürs Internetsurfen geeignet. Hallo, hier ist Christoph von taptech.de. Heute sehen wir uns das neue. Ist also kein Problem. Man kann das Tablet auch im Porträtmodus verwenden. Geht natürlich der Browser auch. Allerdings wird man das nicht so oft machen. Okay, das ist jetzt mal der Browser. Wir können auch vielleicht noch kurz auf den neuen Tablet-Vergleich gehen. Den Tablet-Vergleich starten. Zu sehen, wie sich hier der Browser macht. Seite ist fertig geladen. Das geht ja immer ganz schnell. Oder auch nicht. Haben wir es, nehmen wir gleich das Iconia Tab und das IEEE Slate. So, ihr seht hier, das benötigt im Internet Explorer etwas lange. Im Firefox geht es zum Beispiel sofort bzw. um einiges schneller. Aber haben wir doch ein wenig Geduld, so wie es hier steht. So, und schon haben wir es hier. Funktioniert einwandfrei. Okay, das ist es jetzt einmal vom Browser. Dann sehen wir uns am besten ClearFI an, diesen Medienbrowser, von dem ich vorher gesagt habe. Ist ein schönes, übersichtliches Tool und vor allem macht sich auch gut, wenn man das Tablet an den Fernseher anschließt. Hier hat man dann eine gute Übersicht und man kann damit auch gut arbeiten.
suchen wir uns als erstes ein Musikstück, das ich auf das Tablet geladen habe. Seht ihr, funktioniert ganz gut. Nehmen wir uns einfach eines heraus. Der Sound ist relativ gut, stellen wir mal her. Allerdings, das ist jetzt volle Lautstärke. Ihr hört vielleicht auch schon das Krachen. Also das sollte normalerweise noch nicht sein bei dieser Lautstärke. Also hier hätte Acer vielleicht bessere Lautsprecher verwenden können. Bei den Bildern, wie sieht es hier aus? Nehmen wir auch meine Bilder, die ich sonst bei den Tests verwende, um den Vergleich zu sehen. PC, Desktop. Und hier haben wir sie. Ihr seht, es braucht kurz zum Laden. Hier haben wir eine schöne Übersicht, was man alles machen kann. Ich kann das drehen, ich kann hier auf nächstes Bild stellen und so weiter. Ich kann hier einfach zum nächsten Bild wechseln. Funktioniert ganz gut. Allerdings braucht das Nachberechnen der Bilder immer relativ lange. Pinch-to-Zoom funktioniert auch, wie ihr seht. Oder ich nehme hier einfach das Pinch, die Pinch-Option. Okay, ihr seht hier, es geht ganz gut in diesem Tool. Leider zurückkommen tut man immer nur über diesen Knopf. Das geht jetzt zum Glück. Hier haben wir noch Video. Und hier habe ich auch extra ein 1080p Video aufgespielt, damit ihr seht, dass auch dieses ruckelfrei wiedergegeben werden kann, somit man keine Einschränkungen hat. Es ist jetzt etwas hinten nach, es ruckt hier leicht, was nicht sein sollte. Okay, das ist allerdings beim Browser mit einem VLC-Player geht es dann ganz normal, beziehungsweise sehen wir uns das an. Braucht eine Weile. Aber ihr seht, kein Problem. Die Akkulaufzeit beträgt jetzt mit Wireless LAN ein und der Tastaturdock angeschlossen 4 Stunden und 15 Minuten, was etwas länger sein könnte. Allerdings ist das ganz okay. Also zusammengefasst, für diesen Preis, 499 Euro, bekommt man eigentlich kein besseres Tablet auf dem Markt, beziehungsweise kein Windows-Tablet. Und man kann hier mit der Tastaturdock wirklich einen guten Netbook-Ersatz ergattern. Ich sage danke fürs Zusehen, abonniert meinen YouTube-Kanal und besucht meine Seite. Hier findet ihr noch weitere Tests von Tablets und natürlich auch den Tablet-Vergleich, wie ihr gerade gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.